Aber was machen denn all die Leute hier, Holmes? Offensichtlich sind sie gekommen, um den Ort des Verbrechens zu sehen. Was ist mit uns? Wollen wir uns nicht hinzugesellen? Wir kommen in der Nacht wieder, Watson. Dann sind die Bedingungen ideal, um unsere kleinen Experimente durchzuführen. So, Watson, wir befinden uns am Ort des Verbrechens, wo Polly Nichols ermordet wurde. Stellen wir uns vor, das Opfer würde noch an der Stelle liegen, wo es entdeckt wurde. Uns darf kein Hinweis entgehen. Watson, Sie sind ein Schreiber. Kümmern Sie sich um unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen. Sie werden uns dabei helfen, die Fakten herzuleiten. In Ordnung, Holmes. Keine Blutspuren. Keine Fußspuren auf dem Boden. Der Boden ist matschig. Die Frau lag auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen, leicht auseinanderweisend. Das Oberteil wurde bis zur Mitte des Oberkörpers hochgezogen. Die linke Hand berührte die Tür. Der Körper ist noch warm. Wir sollten den vorläufigen Bericht noch einmal lesen und uns die Einzelheiten zu den Verletzungen dieser armen Frau ansehen. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Auf Höhe des rechten Oberkiefers ist ein Bluterguss erkennbar. Der Hals wurde von links nach rechts aufgeschnitten. Zwei Einschnitte sind zu erkennen. Auf der linken Wange ist ein Bluterguss. Die Zunge ist geschwollen. Eine kleine Blutlache mit einem Durchmesser von 6 Zoll. Box Row. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Diese Straße wird nur von einer Laterne beleuchtet, Watson, und an diese Stelle fällt besonders wenig Licht. Menschenleer, Holmes. Nur die Prostituierten kommen hierher, um zu arbeiten. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an.
Eine kleine Blutlache mit einem Durchmesser von 6 Zoll. Der Hals wurde von links nach rechts aufgeschnitten. 2 Einschnitte sind zu erkennen. Auf Höhe des rechten Oberkiefers ist ein Bluterguss erkennbar. Die Zunge ist geschwollen. Auf der linken Wange ist ein Bluterguss. Nahe der linken Hand liegt eine schwarze Haube. So, Watson, ich denke, wir haben alle nötigen Hinweise. Versuchen wir nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Kommen Sie näher, Watson, ich muss Sie schminken. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Ich komme mir lächerlich vor, Holmes. Und jetzt stellen Sie sich hier vor mich hin, Watson. Sie übernehmen die Rolle der armen Frau und ich die des Mörders. Versuchen wir, den Tathergang zu rekonstruieren, um sicherzugehen, dass das Resultat ohne jeden Zweifel darauf zurückzuführen ist, wie Polly Nichols ermordet wurde. Diese Position ist unwahrscheinlich. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Ereignisse so abgespielt haben. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten.
Das Opfer war höchstwahrscheinlich tot, bevor es auf den Boden gelegt wurde. Als das Herz aufgehört hat zu schlagen, ist das Blut langsam aus dem Körper geflossen. Hätte das Opfer noch gelebt, wäre der Blutfluss viel stärker gewesen und hätte die halbe Straße beschmutzt. Danke, Holmes. Ich bin froh, dass ich nicht auch noch die Kleidung wechseln musste. Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Verhalten gänzlich unbemerkt blieb? Das Martyrium des Opfers erregte ebenso wenig Aufsehen. Dass wir unbemerkt geblieben sind, lässt auf Folgendes schließen. Das Verbrechen wurde definitiv hier verübt. Das Opfer und ihr Mörder konnten hierher kommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und anschließend wurde der Mord begangen, ohne dass auch nur ein Schrei zu hören war. Kommen Sie, Watson, kehren wir nach Hause zurück. Wir sind schon viel zu lange in dieser dunklen Gasse. Na, mein lieber Watson, unser kleiner Abstecher nach Whitechapel war aufschlussreich, nicht wahr? Ein Abstecher, von dem ich ganz bestimmt niemandem erzählen werde. In der Haut dieser armen Frau zu stecken, ich will gar nicht weiter darüber reden. Aber haben wir wirklich mehr über den Mörder herausgefunden? Offensichtlich handelt es sich dabei um einen kräftigen Mann. Wir haben nur sehr wenige Anhaltspunkte, zumindest nicht mehr als die Polizei. Aber meiner Meinung nach hat Inspektor Eberline noch einen oder zwei Trümpfe in der Hand. Reden wir über die Fakten und was wir aus ihnen schlussfolgern können. Wir wissen, wo das Verbrechen begangen wurde und unter welchen Umständen. Vielleicht können Sie mir sagen, welches Motiv der Täter gehabt haben könnte. Was hat Ihrer Meinung nach den Mörder dazu veranlasst, so zu handeln? Ein gemeingefährlicher Verrückter, Holmes. Zweifellos ist der Mann, der Polly Nichols das angetan hat, nicht ganz bei Sinnen. Schwarze Magie? Ich bin nicht besonders an Okkultismus oder schwarzer Magie interessiert. Aus Mangel an Indizien bin ich skeptisch, halte dieses Motiv aber dennoch für möglich. Vielleicht Diebstahl. Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand die arme Polly Nichols auf eine derart brutale Weise überfallen hat, nur um ihr einige Münzen zu entreißen. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Die Liebe ist natürlich für so manches Drama verantwortlich, aber wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass das Opfer den Täter wohl nicht kannte. Rache, Holmes? Rache könnte ein mögliches Motiv sein, jedoch nur unter Vorbehalt. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Frau ihren Mörder als ganz normalen Freier angesehen hat. Elementar. Gut, Watson. Ich denke, für den Moment gibt es nichts mehr zu tun. Ruhen wir uns aus und reden später weiter. Ah, wie es scheint, gibt es bei den Ermittlungen Fortschritte, Holmes. Der Star hat gestern geschrieben, dass die Polizei einen Verdächtigen festgenommen hat. Einen Mann mit unheilvollem Ruf. Ich wollte Ihren Optimismus teilen, bis Sie gesagt haben, dass diese gute Neuigkeit aus der Presse stammt, Watson. Aber die Presse würde doch nicht die Meldung erfinden, dass die Polizei einen Verdächtigen festhält. Oder den Verdächtigen ungerechtfertigterweise mit dem schrecklichen Verbrechen in Verbindung bringen. Sie werden auf diese zwei Fragen in weniger als 50 Sekunden eine genaue Antwort haben, Watson. Verzeihung? Treten Sie ein, Inspektor. Guten Tag. Mein lieber Watson, darf ich vorstellen, Inspektor Eberline. Inspektor, das ist Dr. Watson. Inspektor? Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie vor einigen Tagen in Whitechapel unterwegs waren. Wie Sie sicher wissen, fiel Ihr Aufenthalt mit einem äußerst schwerwiegenden Fall zusammen, für dessen Aufklärung die Polizei keine Mühen scheut. Die Angelegenheit sorgt in der Gegend für große Unruhe.
Verzeihen Sie, aber haben Sie nicht einen Verdächtigen festgenommen? Einen gewissen Lederschürze? Davon weiß ich nichts. In der Tat wird der Mann, der sich hinter diesem Namen verbirgt, polizeilich gesucht. Im Moment deutet jedoch nichts darauf hin, dass er der Mörder aus der Bucks Row ist. So, jetzt wurden Sie aufgeklärt, Watson. Und nun sind wir an der Reihe, um Inspektor Eberlein Rede und Antwort zu stehen. Gewiss. Ich mache es kurz und bündig. Beabsichtigen Sie, in diesem Fall zu ermitteln, oder haben Sie vielleicht sogar schon damit begonnen? Ein Gefallen für einen Freund hat mich nach Whitechapel geführt. Rein aus Neugier haben wir uns mit dem vorläufigen Bericht vertraut gemacht und den Ort des Verbrechens aufgesucht. Unsere Schlussfolgerungen sind vage, so wie auch die Hinweise. Da ich nicht offiziell von einem Klienten beauftragt wurde, werden meine Nachforschungen in dieser Angelegenheit an diesem Punkt enden. Gut. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich erleichtert, dass Sie von diesem Fall Abstand nehmen. Wir haben keinen besonders guten Ruf, ganz zu schweigen von der Häme der Presse. Würde die Öffentlichkeit über Nacht erfahren, dass Sie sich unterstützend in den Fall eingeschaltet haben, würden die Menschen noch weniger mit uns zusammenarbeiten. Und mich würden Sie belästigen und letztendlich für das unvermeidbare Scheitern verantwortlich machen, das eine Ausgangssituation wie diese mit sich bringt. Weder Sie noch ich wollen, dass das passiert. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar, Inspektor. Ich werde Ihnen in Kürze eine Notiz mit meinen Schlussfolgerungen zukommen lassen. Gerne. Gentlemen, ich empfehle mich. Glauben Sie, dass er den Mörder finden wird? Die Wahrscheinlichkeit ist gering bis nicht vorhanden. Der Mord liegt nun schon 7 Tage zurück und vom Mörder fehlt nach wie vor jede Spur. Und Sie werden der Sache nicht weiter nachgehen? Sie haben gehört, was der Inspektor gesagt hat, Watson. Meine Anwesenheit in Whitechapel wäre eher hinderlich. Was nicht bedeutet, dass wir den Fall ruhen lassen. Worauf wollen Sie hinaus? Der Inspektor sprach von mir, aber nicht von Ihnen, Watson. Sie werden die Ermittlungen heute Nacht fortsetzen. Außerdem werden Sie die kleine Notiz mit unseren Schlussfolgerungen zur Polizeistation bringen. Trotz der späten Stunde kann Sie nichts und niemand daran hindern, Nachforschungen über diesen berüchtigten Lederschürze anzustellen, wenn Sie schon einmal dort sind.